ihr Lieben, wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Auf unserem Kanal. Heimschulfamilie.de. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und möchten heute eine kleine Themenreihe einleiten. Und zwar ist es ja so, dass uns Freilerner, Heimschulfamilien immer wieder so bestimmte Argumente entgegengebracht werden. Ja, wie ihr lasst eure Kinder daheim. Das ist doch. Und dann kommen so ein paar Sachen. Genau. Die Leute sind immer, also entweder sie sind begeistert oder sie sind bestürzt. Genau. Kann man eigentlich so sagen. Ja. Also wir haben jetzt ganz ehrlich gesagt viel positives Feedback auch bekommen. Aber ja, es sind ja doch immer mal wieder Leute, die zum Beispiel Sorge haben um die Sozialisation der Kinder. Genau. Und das ist auch das Thema, das erste Thema unserer Reihe. Sozialisation. Wie ist das bei unseren Kindern? Genau, du schickst ja deine Kinder nicht in den Kindergarten, nicht in die Schule. Wie sollen die denn sich an andere Kinder gewöhnen? Genau, die sind ja dann bestimmt nur zu Hause und ganz alleine und am besten so Mauern drumherum und ja, genau. Ja. Und darum geht es in diesem Video. Genau. Wir wollen einmal das Gerücht beseitigen, dass Freilerner und Heimschulkinder sozial isoliert aufwachsen. Und zwar machen wir das am Beispiel einer Woche von uns. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt auch relativ aktiv und suchen natürlich auch Kontakte. Damit unsere Kinder nicht alleine sind. Damit unsere Kinder nicht sozial isoliert sind. Genau. Wir haben alle 2 Wochen eine Koop, heißt das. Das ist? Ja, einfach ein Treffen mit derzeit 2 anderen Heimschulfamilien, die einfach dazu dient, dass die Kinder gemeinsam Projekte machen können, wo auch durchaus mal die Älteren ein bisschen was zusammen machen und die Kleineren was zusammen machen. Und dann ja einfach ganz viel Zeit zum freien Spielen miteinander. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, haben wir jetzt 2 kleine Videoclips, die spielen wir jetzt ein und dann ja, geht's weiter. Ja, wir haben mal auch in einem Video gesehen, dass die Hühner den Apfel, alles was im Apfel ist, essen. Hühner können über 300 Eier im Jahr legen. Wow. Und Hühner werden bis zu 9 Jahre alt. Genau, also das einfach mal so als kleiner Eindruck, da waren jetzt die Kinder am Tisch, es gab ein kleines Thema, ein kleines Thema und die Kleineren haben halt gemalt und die Größeren konnten sich schon ein bisschen was mitschreiben und wurden auch dann nochmal abgefragt, was sie gehört haben, was sie verstanden haben. Und aber ganz locker. Also ganz locker, ja. Genau. Dann, wie gesagt, haben wir zusammen gegessen und es ist einfach viel Zeit für freies Spiel. Das war letzte Woche Donnerstag. Freitag ging es weiter. Wir hatten eine Familie mit 4 Kindern zu Besuch zum Grillen. Alle etwa im gleichen Alter wie unsere Kinder. Das heißt also, hatten auch wieder viel Zeit zum Spielen. Dann kam Samstag. Samstag war Kindertouren. Kindertouren, genau. Einmal im Monat treffen wir uns mit verschiedenen Familien. Diesmal waren 5 dabei in einer Turnhalle und in Lorach, geben den Kindern einfach Gelegenheit, sich auszutoben. Genau. Anders als zu Hause, also Bäume zum Hochklettern und so haben sie ja daheim auch. Aber einfach mal so ein paar Matten und Kästen und genau, also in der Turnhalle auch Sportspiele und sowas gemacht, damit da auch ein Ausgleich ist. Das kann man zu Hause so schwierig machen. Aber eben mit 5 Familien. Am Sonntag diese Woche haben wir eine Familie in Deutschland besucht, die auch 4 Kinder hatte, wieder ganz andere Kinder. Also mit denen wir dann auch wieder Zeit zusammen verbracht haben, zusammen gegessen haben. Kinder konnten wieder spielen, neue Leute kennenlernen. Dann kam am Sonntagabend noch Besuch von einer Familie mit 2 älteren Kindern, die auch ganz viel mit unseren Kindern gespielt haben, die sich super freuen, wenn andere Kinder kommen. Und also übers Wochenende haben unsere Kinder bestimmt mit 15 verschiedenen Kindern gespielt. Mindestens. Also ja. So erleben wir das aber auch, wenn wir Homeschooling oder Freilernerfamilien kennenlernen. Also sonst ist das vielleicht ein bisschen gestreckter. Jetzt war halt ziemlich viel auf einem, also so Schlag auf Schlag.
Aber generell ist es schon so, dass wir auch feststellen, dass wenn wir uns auch mit Fremdenheimschulen oder Freilernerfamilien treffen, dass die Chemie zwischen den Kindern oft irgendwie einfach stimmt. Die, ist auch ganz gelöst eigentlich. Ja, die Kinder finden sehr schnell in irgendwelchen Gruppen zusammen und es wechselt dann auch. Also mal spielen halt eher die im gleichen Alter sind zusammen, dann spielen, mischt sich das aber auch wieder. Also das ist einfach eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, dass die Kinder gar keine Berührungsängste haben gegenüber anderen und dass sich ganz schnell da irgendwelche Spielgemeinschaften finden. Wenn wir über das Thema Sozialisation reden, dann vergleiche ich gerne die Schule mit Lernen zu Hause. Und wenn man in der Schule guckt und sich einfach mal in den meisten Schulen, in klassischen Schulen, sich das vorstellt, wie das ist, dass man da einen Lehrer hat, der den Ton angibt. Die Kinder können nicht frei entscheiden, wann sie essen, wann sie auf Toilette gehen. Es sind so viele Zwänge, die dort sind. Und wenn man sich überlegt, wo gibt es die Zwänge noch? Da findet man dann eher irgendwie ein Gefängnis oder beim Militär. Es ist schon schwierig, an was die Kinder sich da gewöhnen müssen. Aber wir wollen einfach, dass unsere Kinder die Welt frei kennenlernen und auch lernen, dass man die Wahl hat, auch mit welchen Menschen man sich umgibt. Und ja, das ist uns total wichtig. Genau. Eine Freundin hat mal ein schönes Bild dazu gebracht. Die Welt ist ein Meer. Und die Schule oder auch Kindergarten ist wie ein Aquarium. Und das Leben im Aquarium bereitet einen tatsächlich nicht vor auf das Leben im Meer. Ja, aber Homeschooling oder freies Lernen. Deswegen machen wir diese Videos. Und ja, wir hoffen, es war etwas interessant für euch. Und würden uns freuen über Kommentare, über einen Daumen nach hoch. Auch andere interessante Argumente, die euch immer wieder begegnen. Vielleicht können wir das auch mal zu gegebener Zeit aufgreifen. Genau, also wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.